Okay, neues Spiel. Neues Spiel, neues Glück. Ja, das ist okay. So, dass die mit. Ich nehme mal Einsteiger. Ja, bei Horrorspielen in jedem Fall, ey. Aber Rede hat sich echt gut geschlagen. Oh, der hätte mich damals bei Haunting Ground sehen müssen, ey, auf PlayStation 2. Da war so eine alte, die konnte sich nicht selber wehren. Ich hab da immer noch. Oh, ich kann das nicht spielen. Da hätte ich so Panik bekommen, wenn die Blut gesehen hat. Da habe ich auch Panik bekommen. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Ein halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1, 3, 1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? Der Officer mit der Brille sieht schon scharf aus, ne? Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Also so ein bisschen so möglich. Hey, Officer. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184. Wir haben Probleme mit einem Beacon. Wir überprüfen das. Gibt es irgendeine Vibration im Pad? Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Das ist, ja, das sieht schon geil aus, stimmt. Nein, ich kann nicht. Hilde, was ist das für ein riesiges Gebäude, ey? Schon heftig. Ja. Also die verhalten sich alle sehr ruhig, soweit ich das sehen kann hier. Cool gemacht, ne? Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Sie können uns nur bei einem Wet-T-Shirt-Contest unterstützen. Beacon Mental Hospital. Oh. Die ist tot. Die ist auch tot. Hast du das gehört? Ich fürchte ja. Ah. Hier lebt noch jemand. Gott, ey, alles tot. Ja. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruhig ist. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Ja.
Ich glaube, das ist nicht drin. Oh, Live-Feed. Was zur Hölle? Hat er dich gesehen? Hat er dich gesehen? Mich gesehen? Was? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, scheiße. Das ist jetzt nicht so gut. Nicht gut ist anders. Oh. Okay, ich bin nicht tot. Ah. Eine Ratte? Was ist das denn für einer? Sie sieht doch nicht so nett aus. Einen durchgehackt. Das ist aber nicht nett. Schon. Schon. Ich will das jetzt haben. Schon. Ein bisschen. Schon. Komm, das ist gleich. Schon, Baby, komm schon! Nein! Komm schon! Hast du? Nein, gleich hast du es, gleich hast du es, komm schon! Komm schon, Baby! Yes! Gut, gut. Haben wir das? Ja, werden wir das bestimmt gleich erstmal sagen. Der geht aber von selber langsam. Ist aber erstmal noch beschäftigt, der gute Mann. Ich kann auch gar nicht schnell laufen, wie ich denn wollte. Komm ich hier raus? Nee, da komme ich nicht raus. Ich glaube, dass es da eine Tür gibt. Oder? Doch. Aber die kriege ich doch bestimmt niemals. Nee, ich krieg's nicht auf. Nach hinten raus. Ich muss wirklich da hinten ein rechter Bumper. Okay. Das möchte ich nicht. Gott, ich hasse dich. Ich hasse dich. Okay, jetzt steht er da. Jetzt geht er da weg. Das ist jetzt meine Chance quasi. Er macht das, während er Opernmusik hört. Ey, was bist du für ein Sausack? Okay. Das war ich vielleicht nicht. Das war jetzt vielleicht zu schnell. Okay. Gegner können durch geworfen Flaschen abgelenkt werden. Say what? Ich habe aber gerade keine. Ich bin ja auch einfach zu schnell oder den falschen Weg gegangen. Vielleicht muss der irgendwo anders hingehen. Weil durch den Vorhang kann ich ihn ja offensichtlich nicht folgen. Oder sollte ich zumindest nicht. Vielleicht hat er da aber irgendwelche Schlüssel, damit ich die Tür aufschließen kann. Jetzt geh doch mal weg, Junge. Ah, warte. Ja, ich sehe es, ja. Ja, okay, da war ein Schlüssel. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Ja. Schnapp sie dir! Komm, schnapp sie dir. Ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren im Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem der Klinik eingebaut wurde. Das sieht ja auch sehr modern aus. Tschüssi. Jetzt kann ich ein bisschen schneller gehen. Obwohl, der ist nicht schneller, egal ob er schleicht oder nicht.
dass ich das jetzt ankreiden will, aber das möchte ich schon ein bisschen ankreiden hier. Nutze die Schlüssel. Nutze die mächtigen Schlüssel. Vielleicht ein bisschen schneller. Mach die Tür hinter dir zu, Mann. Mach doch die Tür hinter dir zu. Wo machst du die Tür nicht hinter dir zu? Anscheinend braucht das keiner hier. Kontrollpunkt. Ich hätte die Tür hinter mir zugeschlossen, weißt du? Dann kommt er nämlich nicht hinterher. Aber das... Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, fuck. Fuck. Captain Mörder Kettensäge hat mich gesehen. Lauf, Junge, lauf. Oh, scheiße, ey. Oh, scheiße, Mann. Jetzt lauf, ey, damit mich Captain Kettensägen mehr nicht kriegt, ey. Lauf doch. Oh, scheiße, Mann. Oh, scheiße, Mann. Okay, scheiße. Verdammte Axt. Nein. Jetzt hat er mich da getrackt. Oh, fuck it, Mann. Ich bin so schnell wie ein verfickter Flo, ey. Obwohl, die sind wahrscheinlich schneller, als ich gerade war. Nein. Ey, mach die Kacktür auf, Mann. Mach die Kacktür auf. Du schon, ey. Fuck it. Oh Gott, Fleischachterbahn, ey. Fleischachterbahn. Oh nein, oh nein, oh nein. Ey, fuck it, ey. Mann. Ah, ist das eklig, ey. Bah. 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 So. So, raus aus dem Schwimmbecken. Yeah. Oh, das ist ein bisschen angenehm. Oh, das ist lecker. Das ist lecker. Macht der nachher bestimmt Blutwurst raus oder so. Ja. Wenn man vorher schon Blutwurst nicht mochte, dann mag man sie jetzt nicht, auch nicht mehr. Oh, mein Bein tut weh, ey. Blöder Pisser mit seiner scheiß Dreckskettensäge. Ah, ja. Oh nein, das entzündet sich bestimmt. Obwohl, das ist jetzt vielleicht meine weniger große Sorge. Profil. Moment. Guck mal kurz. Archiv? Archiv gucken wir uns mal an. Persönliche Dokumente haben wir noch keine. Obwohl, da gibt es noch mehr. Momente, Kartenzeile, Zeitung. Ah, okay. I see it now. Okay, gut, weiter geht's. Also jetzt sieht es nicht gut an. Das sehe ich jetzt nicht gut an. Unangenehm. Oh Gott. Er fängt mich gleich bestimmt irgendwo ab, ey. Der weiß ja, wo dieses Fleischding rauskommt, ey. Oder erzählt einfach drauf, dass ich von den Dingern zermetzelt wurde. Aber wer baut denn so eine Maschine, ey? Also, da hat jemand sich schon was bei gedacht. Also, das ist kein normaler Müllzerkleinerer. Kann ich jetzt nicht sehen, wo ich langkomme? Nee, die geht nicht auf. Doch, die geht doch auf! Wo bin ich denn hier? Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Nee. It's just a room. Sinnloser Raum. Ja, okay. Cool. Schade, ich dachte, da wäre irgendwas Cooles drin. Ein Medipack oder so. Wo geht's hier raus? Ah, Resident Evil schon. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich gerade dich angeguckt. Ja, stimmt. Warte. Alte Notiz aus Kanalisation. Neben der verschlossenen Tür am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter. Ah, okay. Die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. R. Ich hätte vielleicht meinen Namen noch hingeschrieben, wenn ich noch so viel Zeit gehabt. R. R. Was geht da, der Peter? Da war ich da schon? Nee, da war ich noch nicht. Da ist auch noch eine Tür. Gibt's da noch was? Ja, es tut mir echt leid, Junge, ey. Ich weiß, du kannst nicht gut laufen gerade. Aber ich will trotzdem mal gucken. Nee, komm ich nie rein. Komm ich nie rein. Das tut einem echt weh, ey, wie der da rumhumpelt, ey. Richtig nett. Das sieht schon so creepo aus, ey. Oh Gott, Schränke. Das erinnert mich an was. Oh Gott.
Ja, und das flackert die ganze Zeit. Ich glaube, es ist echt gut, dass ich leicht genommen habe, ja. Also Anfänger. Das letzte Mal, das war echt so ein bisschen krass. Mit normal, ey, das war echt ein bisschen fies. Okay, da ist noch ein Notizheft, das habe ich schon gesehen. Da ist eine Tür. Wir holen uns erst das Notizheft. Stem System Test beginnt. Erfolge, Hirnwellen. Synchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. Anomalie tritt auf. Nicht Beiproband. Stenograph berichtet über Unwohlsein. Anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Der Arzt verordnet Beendigung von Stem-System an. Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik, ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das, ja okay, ich kenne schon ein paar Gründe dafür. Oh Gott, obwohl das Stem-System deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnwellen zwischen Probanden und Wirt synchron. Dieser Mann ist aufgetaucht. Uiuiui, ging nicht gut. Was immer die da gemacht haben, keine gute Idee. Ja. Okay. Gucken wir uns mal diesen ominösen roten Knopf an. Ich hab nicht mal eine Taschenlampe. Eine alte Schlampe. Ich hätte gerne eine Taschenlampe. Das ist wirklich aus einer Bibi-Blocksberg-Folge, ey. Keine Chance. Ja, ich weiß noch nicht mehr aus welcher. Bisher ist ja noch alles tutti-frutti hier, ne? Könnte aber trotzdem mal ein bisschen rumschleichen, wenn mich hier ja keiner sieht. Die Leute haben die Gewohnheit und die Angewohnheit, mich zu sehen, bevor ich sie sehe. Das ist recht unangenehm für mich immer. Aber ich kann hier so scheiße wenig sehen, ey. Hallo? Kann man jemand das Licht anmachen? Ach, da. Bin ich davon dann nicht gekommen? Nee, bin ich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich geh mal in die Wand. Rar! Rar? Oh Gott, oh Gott! Geh in den Schrank, da gibt's keinen Schrank! Oh mein Gott! Doch, da gibt's einen Schrank! Nein, nicht durch die Tür, Mann! Nicht durch die Tür! Geh durch den Schrank! Geh! Geh da rein, Mann! Geh da rein! Geh da rein! Alter, ey! Captain Arschgesicht, komm da jetzt rein! Oh Gott! Jetzt geh! Geh weg! Geh weg! Geh weg, ey, geh weg. Ja, mach alles kaputt und dann geh weg. Oh Gott, was soll das? Wo macht der denn alles kaputt? Alter. Komm auf, ich will noch nicht raus. Ich will ihn nicht raus. Ich höre den immer noch. Achso, was ist das denn? Also, das kleine Auge ist, ein Gegner befindet sich in der Nähe. Entdeckung, der Gegner hat sich bemerkt. Oh, große Klasse. Wenn sich ein Gegner in der Nähe befindet, erscheint das Nähe-Symbol. Wenn dich dein Gegner entdeckt hat, erscheint das Entdeckungssymbol. Okay. Da ist momentan noch niemand. Da ist er, 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 da ist er. Das ist mein Arsch. Das ist mein Arsch. Geh weg, geh weg, geh weg. Grrrr. Geh weg, oder? Geh weg. Geh weg!
Ene, mene, mu und raus bist du. Was macht er da? Oh mein Gott! Dabei war ich so leise. Fuck it! Dabei war ich so fucking leise, Mann. Ich komm da nicht weg. Oh Gott! Ich versuch's, ey. Der geht gar nicht länger laufen. Oh Gott, ich komm jetzt in die Sackgasse. Hey, nach links, Was ist das, ein Vorhang? Nee, das ist eine Tür. Kenny, mach die Tür auf, Mann. Geh, mach die Tür auf, ey. Ist ein Kontrollpunkt. Ich kann nicht nochmal zurück, ey. Fuck! Fuck this bullshit! Was soll das, ey? Mach das doch absichtlich, Mann! Der macht das absichtlich! Pass auf! Komm, wir müssen hier weg! Wir müssen hier weg! Jetzt komm! Das ist der Fahrstuhl! Nein! Oh komm! Ey, komm! Alter. So. Fertig. Ach, scheiße. Das ist scheiße, ey. Voller Blut wahrscheinlich, ey. Kacke. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself. Also der schwarzenhaarigen Frau, der schwarzhaarigen Frau wurden die Augen ausgekratzt. Okay. Auf dem Gemälde hast du es gesehen? Ja. Ich dachte so, okay, die mochte jemand nicht. Okay, es gibt einen Wichser, jetzt ist wieder da. Nee. Noch nicht, ey, aber er geht so verdächtig langsam, das gefällt mir nicht. Oh Gott. Okay, da hab ich mich jetzt echt erschrocken, ey. Nein, aber ich hab mich trotzdem erschrocken. Jetzt kann er wieder laufen, oder was? Oh Gott, was soll das, ey? Von wegen, da ist nichts passiert. Lauf, Junge. Auseinander, ey, oder? Wenigstens war das jetzt kein beschissener QTE oder so. Das hätte genervt. Oh, da war der. Hast du gesehen? Auf dem Dach? Ist ja nicht, ey. Uah. Oh, hey, haben wir den Namen mitgenommen. Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Scheiße, wir können nicht mehr zurück. Nirgendwo mehr Menschen, also eigentlich, ich habe das Gefühl, wir sind schon alle tot.
Wie geht denn das? Wie sind wir das hingekriegen? Verdammt! Sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. Oh Gott. Gut. Fallen! Soll ich speichern? Also wir haben den Mördermann überlebt. Können nur besser werden. Ganz bestimmt. Was ist, wenn ich wieder